Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Kansas Event Video. Das Community Goal ist aktuell noch bei 107,37 Millionen von 125 Millionen. Genau deswegen bin ich jetzt hier und nicht beim Cruising. Nicht beim Christmas Winterland Event. Und wir fahren hier von McAllister nach Kansas und schauen danach, wohin die Reise weitergeht. Gemüse in der Junction City, 405 Meilen. Ist auch bisher die einzige Fracht, die wir fahren können. Und dabei bleibt es auch. Dann fahren wir 40.000 Pfund Gemüse von McAllister nach Junction City. 405 Meilen für 16.000 Dollar. Auf geht's. 7 Meilen. War es, glaube ich, gewesen. Genau 7 Meilen nach Ecos Power. Recomputing. Ja, natürlich. Mach das mal. Turn left. Es ist wieder so ruhig auf den Straßen, dass ich das Gefühl habe, dass keine KI da ist, obwohl sie ja gleich hier wiederkommen wird. Wir hatten ja schließlich die KI auch sonst immer drin gehabt. Ich habe echt das Gefühl gerade, dass ich die letzten Male einfach noch mit deutlich lauterer Lautstärke aufgenommen habe. Also dass Windows einfach deutlich lauter eingestellt war. Oder das Gebrabbel vom Navi. Einfach allgemein mürrisch gewesen. Und nicht so laut, wie ich es gerade in Erinnerung hatte. Oder gedacht habe, dass es sein hätte müssen. Ne, jetzt passt es von der Lautstärke wieder. Machen wir doch. Mit dem Sternenhimmel ist einfach, es ist einfach echt cool. Weiter mit 30. Ja, das würde ich ja gerne machen, aber die KI ist ja immer wieder so langsam und muss natürlich überholen. Ich bin auch ein bisschen weiter weg. Ecos Powers, okay, 25. Eigentlich ja so 27, 28, aber können wir nicht einstellen. Der Abschlag ist über auf 50, auf genau. Ach, ich bin im falschen Truck. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Dann muss ich mal kurz mit wechseln. Ich hätte zwischen den Ladezeiten einfach nichts füttern sollen. Vier Meilen würde ich sagen. Oh, sind es noch? Stay right, and then turn right. Ach, wir so ganz wildes rechts abbiegen, ne? Bisschen zu stark. Gott. Right. Ja. Moment, der Straße rechts abbiegen. Machen wir doch.
Haben wir jetzt zumindest wieder ein bisschen mehr Power unterm Hintern. Jetzt, wo wir nicht mehr im T680 sind, sondern im FNL860. Der kommt ja ein bisschen mehr aus dem Quark. Guck mir ganzen Offroad-Buggies. Bisschen früh. Natürlich wird die Ampel rot. Weiter sich. Aber die war nicht so, jetzt sind wir gleich bei E-Kurs Power. Das sieht die aber auch nice aus. Da muss ich halt auch direkt vor dem Foto machen. Rechts gekonnt, aber glaube ich zumindest. Aber wobei, vielleicht auch nicht. Also gekonnt schon, aber dann doch lieber durch die Schranken durch. Ja, schon im Double Trailer nach Kansas. Wunderbar. Abfahrt 405 Meilen nach Junction City. Safety first, wear seatbelt, ja. Es gab wieder so ein bisschen ungewöhnlich, jetzt irgendwie so weit nach rechts zu gucken für das Navi. Ich frag mich ja, was das hier vorne links ist, ne? Also ein staatliches Gebäude ist. Jetzt wieder ein bisschen mit einberechnen, dass wir zwei Trailer haben, zwei kurze, die wir ziehen. Okay, wir fahren erstmal in Oklahoma über zwei Highways, durch Tulsa durch und dann fahren wir über die Interstate nach Wichita und Kansas rein und bei Salina. Also gut, erst ein bisschen Highway und dann Interstate. Stay right and then turn right. Turn right. Freie Bahn. Von Dings, von Oklahoma, aber wir haben Nacht und es bleibt Nacht. Klassische Nachtfahrt mal wieder. Dann sehe ich halt nicht von Oklahoma.
Seid mal, kommen wir jetzt noch irgendwo vorbei, dann kann ich mich ja kurz mal aufs Ohr hauen. Muss ich ja eigentlich nicht, weil wir sind ja aus dem Portal gekommen und haben dadurch auch geschlafen. Deswegen sind wir erholt. Den Portal regenerieren alles. Wenn das jetzt bei diesem Event war es so gewesen. Schön, dass wir jetzt auch schon mit 50 Miles per Hour durchfahren können. Minigolfplatz, cool. Wieder mal so kleine Details, die es einfach wieder super nice machen. Wir fahren jetzt auf Mautstraße. Da war ja was. Ja, gehen wir auf die Kurve runter auf 40 vielleicht. Ja, wobei die 55 haben wir auch weiterfahren können. Aber man weiß ja nie, wie eng die Kurve wirklich ist. Auf 65, eigentlich auf 80, aber wir können dann nur 65 maximal fahren aufgrund des World of Trucks Auftrags. Aber das ist auch nur halb so wild, wenn man durch eine Maut, beziehungsweise eine Tollgate. Könnte das sein, dass wir ein bisschen langsamer fahren müssen, aber hier kommen wir eigentlich relativ schnell durch. Zumindest in Kansas war das so. Hier auch. 8 Dollar Maut. Ah, okay. Danke, dass ihr es benutzt habt. Ich wollte schon gerade sagen. Dafür zahle ich, dass die Straßen so aussehen. Endlich mal wieder ein bisschen länger an der Strecke fahren. Also gesagt, was nach mir ging, dann hätte zumindest für dieses Event, für dieses Weihnachts-Event, hätten es ruhig mehr Fahrten sein können, die man fahren muss. Wo man ja sowieso schon so kurze Strecken nur fährt und nicht irgendwie Strecken von 1000 Kilometern, dass man die auch fahren kann. Na gut, kann man jetzt auch fahren, wenn man Umwege fährt, aber na, man fährt ja dann doch schon eher von A nach Portal, von Portal nach B. Und nicht von A über B, C, D, E, F gehen zu Portal, keine Ahnung. Was auch immer, wo auch immer. Also man fährt ja nicht von Las Vegas zum Portal in Kansas. Sondern dann doch schon irgendwo im Umkreis von Las Vegas. Ich glaube, ich kann mir ganz genau besonders die Sicherheit nicht mehr weil durch bis zum 28. glaube ich. Oder 21. das Cruising Kansas Event. Und das Winterland Event, das ging noch bis zum. Was bringen wir hier? Go straight.
Warum bremsen wir so stark? Hallo. Weil ich aus dem Quark kommt da vorne. Aber wir. Okay, nice. Das ist aber auch jetzt frisch aufgetaucht, ne? Scheint mir so. Also sie wirkte zumindest so, als ob die Anzeigetafel, die Warntafel vorher noch nicht aktiv war und erst kurz bevor wir da gewesen sind, aktiv geworden ist. Und auf 55. Sehr nice. Also das. Hier können wir auch noch was hinbauen. Mit World of Trucks eventmäßig. Das wirkt schon wie ein sehr wildes ja, Kreuz. Okay, weiter mit 55. Warten wir, bis wir hier aus der Construction Zone raus sind und geben dann wieder Gas. Erst auf mal den Tulsa The Sooner State, 3 von 10. Dabei fahren wir nur durch Tulsa durch. Ich kann mich da schon rechts einordnen. Nein, das ist links. Natürlich. Tulsa ist aber auch echt eine große Stadt. Hier haben wir, können wir ein Foto machen von Tulsa. Ich muss mich links halten. Stay left and then exit left. Sogar ganz left. Ganz links. Ah, 45 vielleicht. 25 sogar nur. Empfohlen. Gehen wir runter auf 25. Ja, doch. Ja, 35. Vielleicht. Schleudigen wir wieder raus. Bleiben in der mittleren Spur, denn die rechte kommt da zu uns rüber. Ich kann schon mal direkt wieder hochgehen auf 65. Interessant, wie viele Mautstraßen es gibt. Und auch wie viele jetzt implementiert wurden. Aber das Gute hier an diesen Mautstraßen ist natürlich, dass man bisher eigentlich immer durchbrettern kann, soweit ich mich jetzt gerade erinnere. Nicht ausgebremst wird wie ein, also gut, jetzt in der 55, 45 und so, aber halt nicht stehen bleiben muss, sondern eigentlich durchfahren kann ohne Schranke. 13 Dollar. Also man, ich finde, kommt hier deutlich besser durch als auch mit deutlich höherer Geschwindigkeit, ne? 45 Miles per Hour.
So circa 60 vielleicht, plus minus. Ist schon schneller als die 30 in Europa. Würde ich jetzt mal behaupten. Erreichen wir die Interstate? Junction zur Interstate. Und wechseln auf die Interstate. Ich nehme mal hier 55 mit. Für oben hast du geklappt, dann wird es für unten auch reichen. Beschleunigen. Ja, belastend. Heizung wieder angesprochen. Allerdings habe ich gerade die Fernbedienung nicht hier, dazu kann ich es nicht ausstellen. Na, wir haben eine gerade Strecke. Und ich sitze wieder. Schön, dass man mal wieder ein bisschen frei nicht fahren konnte. Ach, man kann. Das sind für solche Momente immer wieder ganz gut. Dürfen wir auch schon jetzt gleich in Kansas sein, oder wir sind es schon. 182 Meilen noch. Sehr gut, dass wir die umfahren dürfen. Wo sie offen ist. Nachtfahrten sind eigentlich auch echt. Also jetzt mit dem Stern, mit der neuen Skybox und so, ist die Nachtfahrt halt echt noch richtig, richtig nice. Wahrscheinlich müssen wir jetzt langsamer fahren oder so, dürfen wir weiter durchballern. Ich glaube, wir dürfen sogar weiter durchballern. Ja. Anfang der Mautstrecke, Gebühr ist am Ende der Mautstrecke zu verrichten. Klar. Weiter und wahrscheinlich vor dem Übergang nach Kansas wird es dann wahrscheinlich ja. Stay right. Dann die Maut geben. Also, gehen wir zumindest davon aus, dass Oklahoma das Geld haben möchte. Seitdem wir sind schon in. Und ich habe es mal wieder übersehen. Oh Gott.
Das kann natürlich auch wir gewesen sein. Vor allem bei Nacht erkenne ich es, sehe ich es ja nicht so richtig. Oder achte ich nicht da drauf. Weil das hat nicht ganz so ins Auge fällt. Stop ahead. Belastend. Hätte ich jetzt rechts vorbeigekonnt? Ich glaube schon. Ich glaube ja. Stay left. Belastend. Finding new route. Okay, let's find a new route. Stay left. $7 sind fällig. Das ist teilweise hier. Okay, es war jetzt vielleicht in diesem Fall nicht ganz so nötig, aber dass an manchen Stellen halt solche Schilder stehen, wie viel man mindestens fahren sollte, wenn man hier drauf geht. Da kann man halt nicht sagen, so, ja, wusste ich nicht, dass ich mindestens so und so schnell fahren muss. Hauptsache ich rolle. Vorwärts. Sind wir jetzt auch schon bei Wichita vorbei? Müsste. Ja. Wichita vorbei und dann 126 Meilen noch Endspurt so gesehen. Okay, habe ich richtig gesehen. Erst bin ich zu weit rechts reingegangen, jetzt habe ich Platz. Ne, habe ich nicht. War ich nicht, habe ich nicht. Allein auf der mittleren Spur, wir wollen sowieso nicht abbiegen, also passt das. Wir würden eh nicht wechseln. Aber der Kollege, der will ja schnell abbiegen. Erst kurz rüber, bis wir wieder links rüber müssen. Richtung Selina, ich glaube wir fahren sogar warm fahren oder so, ich glaube wir fahren sogar an Selina vorbei. Ich bin mir jetzt wieder rechten Sinne. Stay left. Ja, je mehr ich drüber nachdenke, nach Richtung Selina. Vor allem nach Richtung. Richtung Selina geht jetzt an Selina vorbei. Das Ding ist wieder so langsam. Nicht bremsen, Gas geben. F
werde das jetzt kommen sehen, dass es wieder Gas gibt. Es ist doch wieder Tag. Zumindest wirkt es so. Ja. Ergibt Sinn, dass es so wirkt. Nächster Fall von Kansas aus nach wo auch immer hin. Wird dann wieder bei Tag sein. Denn in diesem Fall muss ich an dieser Fahrt mich dann aus. Oh. Was heißt, eigentlich muss ich es nicht. Kann ich auch während der Fahrt machen, aber ich tue es trotzdem. Never change the running system oder so. Stay right and then exit right. Natürlich doch. Exit right. Ja, tanken können wir dann im nächsten Video, in der nächsten Fahrt. Das ist ja, glaube ich, auch nicht ganz so dringend. Tankstelle City dürfte ja, glaube ich, vielleicht sogar eine Dings haben, eine Tanke. Oder bzw. eine Gas Station. Ja, von daher. War jetzt hier sogar an zwei Truckstops dabei. 2000 Meilen. Das reicht ja noch 250 Meilen. Das können wir jetzt auch nicht im nächsten Video machen, sondern im nächsten Video. Im nächsten Fahrt. Schön immer wieder mit diesen für uns Oldtimer. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht blinken. Ich weiß nicht, warum ich auf die blinkende Taste gedrückt habe. Bin ich ehrlich? Ich habe es aber dennoch getan. Schön wieder mit der aufgehenden Sonne. Vorhin haben wir da schon Equus Power, Logistics. Wenn man es wieder vermischt, die beiden Sprachen. Wieder mit
Schrankenanlage am Eingang bei der Security Booth. Ja, schon ein bisschen nah an den Schranken dran, ne? Schön viel Bewegung, ja. It was a nice ride. Dann doch stehen wir nicht. Aber ja, doch war schon nice ride. Ja, ist ja gut. Dann laden wir mal ab. Ausgezeichnet Gemüse von McAllison nach Junction City geliefert, gefahrene Strecke 413 Meilen, Dauer 44 Minuten, verbrauchter Kraftstoff 65 Gallonen, das war der 150. erledigte ATS über Deutschlands Auftrag, 16.000 gab es dafür und 857 Erfahrungspunkte. Dann gucken wir mal nach dem nächsten Schlafplatz bei Junction City. Ja gut, im Grunde genommen den Weg zurück und dann links. Sind wir schon bei 6% hier? Nö. Über 5%. Aber nicht. Natürlich nicht, denn ich habe den Truck ja danach, nach der letzten Fahrt ja in die Werkstatt gebracht und den Paint draufgepackt. Kommt von rechts was? Nein, links auch nicht. Und der Truck Wash haben wir hier. Bisschen weit weggestanden. Da kommt was. Da kommt auch gerade was. Da kommt nochmal was. Vor. Und dann beschreiben wir kurz. Jetzt haben wir hier die Diamantenkreuzung. Dann nur weiter geradeaus. Und dann sind wir hier auch schon jetzt durch. Vielleicht sind wir einfach schon mal da. Noch bekommen? Nein, natürlich nicht. Legen wir uns mal hier schlafen.
Machen wir einfach ein bisschen vorwärts. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten, ja, entweder Cruising Kansas Event Video wieder oder im nächsten Christmas Winterland Event Video. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.